Ich stehe hier vor der mittlerweile 7. Generation des 3er BMW, dem bis heute wichtigsten Modell der Bayern. Über 15 Millionen Fahrzeuge seit seiner Einführung 1975, also vor exakt 44 Jahren, wurden weltweit verkauft. Machen Sie mit uns eine Reise durch 7 Generationen des bayerischen Bestsellers. i21 ab 1975. Nachfolger der legendären 02er-Serie. Nur als Zweitürer zu haben. Ganz neu, ein Cockpit, das sich dem Fahrer zuwendet. Warum muss es ein Dreier der ersten Serie sein? Kult. Man sieht kaum mehr, welche fahren. Und einfach, ja, geil. Heute sind wir durch Linz gefahren, da dreht sich noch jeder um. Mit einem neuen Auto, da schaut eh keiner mehr nach. i30 ab 1982. Ab sofort serienmäßig mit Doppelscheinwerfern. Erstmals im Dreier, ABS, Dieselmotoren und Allradantrieb. Das Topmodell, der M3, hat 238 PS. Was gefällt dir besonders am E30? Ja, das ist die Linienführung eigentlich. Dann weißt du, dass es Oldtimer sind und relativ im Preis halten. Das heißt, die Wertsteigerung ist jetzt ganz schwach gewesen. E36, gebaut von 1990. Der Dreier bekommt ein komplett neues Design. Markantes Merkmal? Die unter einem gemeinsamen Decklass montierten Doppelscheinwerfer. Warum gerade ein i36? Ja, weil man es einfach die letzten 5 bis 8 Jahre gesehen hat, dass immer teurer werden, dass die Werte immer mehr steigt und dass immer weniger werden auf der Straße. i46 ab 1997. Die Fahrstabilitätsregelung DSC feiert Premiere. Der bis heute meistverkaufte Dreier. Die Leistung klettert erstmals über die magische 300 PS Marke. Was ist das Reizvolle am i46? Die finde einer von den schönsten ist. Ja. Ja. Und die Leistung. E90 ab 2005. Das fahrerbezogene Cockpit wird durch ein gerades Armaturenbrett ersetzt. Ein V8 löst den rein Sechszylinder im M3 ab. Was sagt der Besitzer zum M3? Hab riesig Freude damit, ja. 4 Liter Hubraum und 420 PS ist eine tolle Sache. F30 ab 2011. Jetzt auch mit Hybridantrieb. Erstmals rücken die Scheinwerfer bis an die Niere heran. Warum gerade dieser Dreier? Ja, weil mir taugt es, wenn da was moderner wird, wenn es eigentlich edler ausgestattet wird, das Ganze, wie wir auch wieder den neuen kaufen. Apropos neuer Dreier. Die aktuelle 7. Generation heißt G20. Stolze 35 cm länger als die erste Generation von 1975. Die 7. Generation bietet seinen Insassen dank verlängertem Radstand spürbar mehr Platz als bisher. Auffallend? Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue Dreier dank neu entwickelter Dämpfer wesentlich geschmeidiger im Abrollkomfort. Richtig gut? Der niedrige Verbrauch von 5,4 Litern Diesel des 190 PS starken 2 Liter Diesel auf der Autotouring-Normrunde. Aufgrund des aktuellen SUV-Boom wirkt der neue Dreier fast wie ein Auto aus der guten alten Zeit. In Sachen Fahrspaß macht dem Bayern aber auch heute noch kaum einer etwas vor.